Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Freitag, der 10. November. In unseren Streaming-Tipps geht's heute als erstes in die Tiefen des Weltalls und zwar in den neuen Folgen der Apple-Serie For All Mankind. Was wäre, wenn die Sowjetunion Ende der 60er Jahre vor den USA auf dem Mond gelandet wäre? Mit dieser Frage beginnt die Serie For All Mankind und erzählt in mittlerweile 3 Staffeln eine alternative Geschichte über die Vorherrschaft auf dem Mond und das Rennen zum Mars. Nach dem Cliffhanger aus Staffel 3 geht es in den neuen Folgen jetzt in das Jahr 2003. Der Mars ist besiedelt und die einst verfeindeten Parteien arbeiten zusammen, um ein autarkes Leben auf dem roten Planeten möglich zu machen. Dafür werden nicht nur ausgebildete Astronauten und Astronautinnen gesucht, sondern auch ganz normale Menschen. So wie Miles, der sich durch die Arbeit in der Marskolonie ein besseres Leben erhofft. Ein Job auf dem Mars ist etwas, das ich mir nie erträumt hätte. Für die nächsten 2 Jahre eures Lebens ist der Mars euer Zuhause. Dieser Asteroid könnte für die Menschen zu Hause alles verändern. Auf dem Asteroiden gibt es mehr Iridium, als jemals auf der Erde abgebaut wurde. Wir können uns das wertvollste Objekt unseres Sonnensystems holen. Nordkorea, CIA, KGB, sie alle wollen ein Stück von dem Kuchen. Geht es dir um Gerechtigkeit oder um Profit? Der neu entdeckte Asteroid sorgt dafür, dass sich die Prioritäten der internationalen Weltraumbehörden ändern und lässt die neuen Allianzen schnell bröckeln. Neben neuen Gesichtern wie Schauspieler Toby Cabell, der Miles spielt, ist auch Joel Kinnaman als nun in die Jahre gekommener Astronaut Edward Baldwin wieder dabei. Die erste von 10 Folgen der 4. Staffel For All Mankind gibt es ab heute auf Apple TV Plus. Bis Anfang Januar gibt's dann wöchentlich eine neue Folge. Für unseren zweiten Tipp geht es jetzt rüber zu Netflix. Vom Fight Club und Gone Girl Regisseur David Fincher gibt's jetzt den neuen Thriller Der Killer. Es geht um einen namenlosen Auftragskiller, gespielt von Michael Fassbender, der für seine Aufträge um die ganze Welt reist. Er ist hochprofessionell und extrem gut in dem, was er tut, was hauptsächlich an seinem strengen Kodex und seiner kalten Art liegt. Mein Vorgehen ist rein logistischer Natur. Wenn ich effektiv bin, dann nur aus einem einfachen Grund. Mir ist alles Scheiß. Und so ganz nebenbei. Ich hätte ihren weiblichen Partner niemals damit reingezogen. Ganz so scheißegal ist dem Killer offenbar doch nicht alles. Als einer seiner Aufträge schiefgeht, rächen sich die Auftraggeber und verletzen seine Freundin schwer. Der Killer dreht den Spieß um und macht nun Jagd auf die Auftraggeber. Den Action-Thriller Der Killer findet ihr jetzt bei Netflix. In unserem nächsten Tipp geht's für ganz normale Menschen auf eine ganz besondere Schnitzeljagd. Inspiriert von James-Bond-Abenteuern müssen 9 Zweierteams in der Reality-Show 007 Road to a Million verschiedene Herausforderungen lösen, um am Ende möglicherweise 1 Million Pfund zu gewinnen. Und vielleicht zeigt sich ja auch jemand würdig als Nachfolger für Daniel Craig. Vorher müssen die Teams aber unter anderem auf einen Kran klettern oder in den Schweizer Alpen aus einem Helikopter springen. Alles unter den wachsamen Augen des Controllers. I put real people into a James Bond adventure and placed 10 questions around the world. If they find them, answer them, they win £1 million. The only thing standing in their way is me. Here we go again, brother. Is that phone ringing? Hello? Hello. Your next question is 2,000 miles away. Der Controller wird von Succession-Star Brian Cox gespielt. Die neue James-Bond-Reality-Show 007 Road to a Million könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.
Wir empfehlen euch auch am Wochenende neue Streaming-Tipps. Die könnt ihr auch über euren Smart Speaker von Amazon oder Google hören. Einfach den kostenlosen Detektor FM Skill aktivieren und dann könnt ihr Alexa oder Google Home nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf. Mein Name ist Michelle Paulina Kolberg. Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.